Weiter geht's, ohne Pause für mich, für euch eine Pause von einem Videoschnitt. Wo ist dieser Idiot? Idiota. It's your time. It's your time zu sterben. So, das Schöne ist nach wie vor, sie fliegen in die Bomben rein, aber das Schlechte an der Sache ist, ich habe nur noch 9. Von diesen Bomben. Hier gibt es einfach zu wenige Bomben. Boah. Geht mal auf augenkrebs.wo. Also VU. Am Ende. Damit bin ich groß geworden. 2003. Mit dieser Musik vor allem. Kommt er jetzt auch wieder hier lang? Oder ist er jetzt einfach mal froh, dass er mich bestohlen hat und hat sich zurückgezogen? Lebt jetzt seine Tage? Nein, er lebt nicht in seine Tage. Nein. Es ist wohl. Darf mich nicht auf dieses Spiel einlassen. Ich muss mich an meine Strategie halten. Und ihn so fertig machen mit Bomben. Das kann ich auch nicht ewig bringen, weil mir die Bomben ausgehen. Wie er einfach unbeeindruckt von der Bombe mich trotzdem beklaut. Das nenne ich mal dreist. Das war bei den anderen Bomben noch nicht so. Die haben ihn mehr beeindruckt. Ich würde am liebsten ja alles voll zubomben. Aber das kann ich mir nicht leisten. Richtig kacke. Ich komme nicht voran. Ich muss wohl irgendwann dazu übergehen, die echt zu ignorieren. Und es halt in Kauf nehmen, dass ich bestohlen wurde. Bringt ja sonst alles nichts. Aber dieser Bereich ist fertig, abgefrühstückt. Jetzt geht's ans Mittagessen, ans Hauptgericht. Wenn ich was sehen würde. Da ist noch Unverwundbarkeit. Die schnapp ich mir jetzt nicht, weil ich eh nicht weiß, ob ich die irgendwie gut gebrauchen kann gerade. Aha. Ich nehme ja schon die Gauss, damit es schneller geht, aber trotzdem läuft es nicht so, wie er hofft. Besser noch eine zweite, denn sonst das beeindruckt den ja manchmal gar nicht, so eine einzelne. Jetzt könnte er. Also. Warum habe ich die zweite hingesetzt, Mann? Ich hätte auch immer warten können, gleich käme eh der nächste. So. Wieso habe ich eigentlich mehr Kürbisse ausgewählt? Bestimmt, weil mir die eigentlichen gestohlen wurden, die ich da sonst auf dieser Position habe, auf dieser separaten Schussposition. Der nächste, bitte. Ich könnte auch einfach mal ganz viele Punkte hier farmen dadurch. Ich würde jetzt aber ganz gerne nicht hier lang. Stimmt, zur Sicherheit hinten absichern. Ja, hinten absichern, ne? Puh. Ich wollte eigentlich nur noch mal hier raus und noch mal speichern, habe ich lange schon gemacht. Und dann aber mal wieder in unbekannte Gegenden. Es wäre echt so genial, wenn man das Level hier dann immer von ganz vorne starten müsste, wenn man rausgeht. So, da links seht ihr, da geht's weiter. Also muss ich einfach blind dahin fliegen. War jetzt natürlich sehr dumm gelegt. Ach, da ist auch noch einer. Gut, dann bin ich eigentlich ein bisschen abgesichert, ne? Da ist er reingeflogen. Oder sie ist selbst in die Luft geflogen. Kann natürlich auch sein.
Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, wo ich hin muss. Da hoch. Das heißt, Alter, wie ich dann nichts erkenne. Komme ich da überhaupt durch? Glaube nicht. Aber da ich sowieso schon einige Mal hier durch bin, kann ich ja mal gucken nochmal. Doch, das sieht gut aus. Und dann nach links. Ich setze. Nein, vergiss es, ich mach keine Bomben mehr. Ich habe keine Bomben mehr übrig. Soll er mich halt beklauen, bis zum geht nicht mehr. So, hier bin ich richtig. Aha. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Ich erinnere mich. Nehmen wir mal das Teil, dann können wir den. Ach, Moment, hier oben. Ist da irgendwas Spannendes? Dass die mich beklauen können, während ich unverwundbar bin, das ist sowieso die größte Scheiße. Moment, ich war gar nicht mehr unverwundbar. Was? Egal. Da bin ich jetzt wieder. Das ist total sinnlos, dieses. Was? Ah, okay, da. Der Reaktor. Endlich können wir dieses scheiß Level beenden, ist das schön. Hat ja lang genug gedauert. Hab mir aber auch mal wieder ewig Zeit gelassen. Da unten ist irgendwie der böse Reaktor. Ich wollte eigentlich das mit 200 Shield verlassen. Jetzt weiß ich ja nicht, wo der Ausgang ist. Ich muss mich ja gleich beeilen. Von wegen 200 Shield, ne? Ich habe hier nicht mal irgendwas. Ah, da kriege ich wieder ein bisschen was. Schön. Das ist nett. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden. Ich will auf keinen Fall. Oh fuck. Ziehfort mal wieder. Na toll. Was ist das denn für ein Ruckeln hier? Ja, nee, ich kann nichts machen. Ich muss abbrechen. Ich muss da noch einen Ausgang finden. In der Nähe. Aber immerhin, wir wissen jetzt, wir können das Level beenden. Schön. Ich werde zwar wieder bestohlen ohne Ende. Ich hätte vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr Markierung setzen müssen. Bei zwei Ausgängen habe ich nämlich schon gefunden. Zwei Ausgänge. Und die werden da vielleicht ein bisschen näher als der erste Eingang, den ich als Ausgang nutzen kann. So, bis hierhin alles Rotsche. Gucke ich mal nochmal hier unten, da ist aber nichts Spannendes. Ach ja, Mephisto Hardcore heißt das übrigens hier. Mephisto. Heißt der Seaford Mephisto? Mephisto ist irgendwie eine Bezeichnung für so einen Spacko wahrscheinlich. Weg hier! Ah, zu spät. Aber vielleicht hat sie ein bisschen was gebracht, ein bisschen wegzugehen. Ja, gerade wollte ich konvertieren, du Sack. Ich hatte schon meinen Finger auf dem K für Convert. Konvertierung. Kann man nichts machen. Ich will das Level jetzt nur noch beenden und hier raus. Dazu. Ich bin total falsch hier. Wie bin ich denn hierher gekommen? Ich bin zu weit geflogen, okay. Da geht's hoch. Lass den Scheiß. Mercury Missile. Ich hab sie gerade aufgehoben, Mann. Du gönnst mir ja gar nichts. Und Verwundbarkeit, die nehme ich jetzt für den Reaktor, ja, aber ich muss irgendwie hier. Es gab hier auch einen Ausgang, den habe ich nämlich schon genommen oder zumindest gesehen. Den muss ich jetzt. Ah, du. Das schert mich nicht.
Scheiße, der kriegt mich hier. Laden, laden. Noch nicht. Ich darf nicht überlegen, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Da oben. Hier nicht. Andere Seite. War das der Ausgang? Muss ich ja nehmen, keine Wahl. Aha. Wie weit geht das denn? Übel. Ja. Pff, da, Alter, wie viele? Das ist unglaublich. Das ist so. Ich mag es nicht, wenn es unlogisch wird. Ja, klauen wir noch mehr. Jetzt gucken wir mal. Ich habe alles aufgedeckt hier. Da geht's noch weiter. Vielleicht ist ja da der Ausgang. Ja, mit. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Wahrscheinlich ist beim Reaktor selbst irgendwo der Ausgang. Da seht ihr. Das bestimmt. Aber wird halt nicht lila markiert wie hier. Ach, kann es sein, dass ich da einen Geheimgang übersehen habe? Direkt hinter dem Eingang. Könnte ich mir vorstellen. Ach, Moment. Hier ist das. Hör auf, Thiefbot. Ach, jetzt habe ich es eingesammelt. Mir egal. Hier war ich schon drin. Toll, hat sich alles gelohnt. Es hat alles keinen Sinn, solange ich nicht den Ausgang finde. War das. Ach so, okay. Dann jetzt schnell zum Boss. Wo ging es da jetzt schnell zum Boss? Ich muss diesen langen Weg nehmen, kann das sein? Ich glaube schon. Gerade nichts auf die Reihe. Gut, hier. Ich werde zwar nicht mit 200 rauskommen, denke ich mir, aber ein bisschen. Und ich übersehe einfach mal alles, was es sonst noch so gibt. Ich will ja einfach noch raus. Boah, voll 200 Shield, ne? So, einfach hier raus. Hauptsache, ich komme hier raus. Ich habe dann eh wieder 100 Shield. Einfach nur hier raus. Man könnte sich das vielleicht schöner machen, aber bei diesen Ziefplagen hier habe ich keinen Bock darauf. Oh, geschafft. Und jetzt, wenn ich das wieder reingehe, geht es nicht weiter. Das war ein ganz, ganz dummes. Scheiße, ich habe nicht mehr Schild bekommen. Gut, da muss ich einen neuen Stand machen. Dann muss ich das vielleicht doch nochmal wiederholen. Zumindest den Schlussteil. Ja gut, dann machen wir den Endboss im nächsten Video. Der wird vielleicht sogar mehr als ein Video brauchen. Man weiß ja nicht. Der letzte hat mir ja schon ein bisschen zu schaffen gemacht. Okay. Erstmal diese Scheiße hätte ich geschafft. Da bin ich froh drüber. Gut. Keine Ziefplagen mehr jetzt. Das ist das Schönste an der Geschichte. Ging es hier nicht irgendwo auch raus? Ich müsste doch irgendwie mal raus. Ah, gut. Dann beim nächsten Mal hier weiter zum Boss. Ende des 12. Levels, Ende dieses Systems, des Prismax System 4, das Magna Core Station Level. Dann kommen nicht mehr viele Level, dann haben wir dieses Spiel geschafft. Also in ein, zwei Jahren bin ich damit schon durch. Freut euch drauf oder auch nicht. Mein Name ist Sam, ciao, ciao.